Liebe Mitbrüder im priesterlichen Amt, liebe Schwestern und Brüder, das Thema dieser Exerzitien lautet: Jesus Christus tiefer in der Heiligen Messe begegnen. Ich behaupte, wer die Heilige Messe verstanden hat, der hat das Wesen des Christentums verstanden. Denn in dem, was wir bei jeder Heiligen Messe feiern, drückt sich genau das aus, was der springende Punkt des christlichen Glaubens, der christlichen Offenbarung ist. Es ist heute wichtig, sich immer wieder mit den anderen Religionen auseinanderzusetzen, weil sie in der Mitte unseres alten Kontinents Europa anwesend geworden sind. Europa war über Jahrhunderte hindurch rein christlich, kann man sagen. Jetzt plötzlich durch die Migration, durch die Völkerwanderung, die entstanden ist aus ökonomischen und politischen Gründen, haben wir andere Religionen vor unserer Haustüre. Ja. Deshalb müssen wir uns auch überlegen und immer tiefer begreifen, gerade angesichts der Tatsache, dass wir im Jahr 2012 ein Jahr des Glaubens beginnen sollen, was das Wesen des christlichen Glaubens ist. Schaut man sich die anderen Religionen an, so kann man ein Gemeinsames feststellen. Alle Religionen machen sich ein erhabenes Bild von Gott. Gott ist das, so hat der heilige Anselm es formuliert, über den hinaus man sich nichts Größeres denken kann. Also Gott ist das Größte, das Unendliche. Wir haben ja deshalb auch diese Begriffe, die immer dieses Maximale, dieses ganz, ganz Große, ganz Erhabene jetzt eben ausdrücken. Gott ist unendlich, Gott ist unsterblich, Gott ist allgegenwärtig, Gott ist absolut. Also wir haben immer eine Maximalitätsvorstellung von Gott. Das haben wir in allen Religionen. Ich mache das immer anhand der Beispiele eben jetzt der beiden größten Strömungen. Das eine ist der Islam. Dort ist Allah so groß, so unendlich, so erhaben jetzt eben vorgestellt, dass der Mensch nichts anderes kann, als sich ihm zu unterwerfen, hinzugeben. Islam heißt Unterwerfung eben jetzt. Oder die zweite Strömung, die ganz stark bei uns auch da ist, das ist die Strömung, die aus dem Osten kommt, über New Age, über das östliche Denken auch, wo Gott so groß vorgestellt wird, etwa im Buddhismus, dass man nicht einmal einen Namen für ihn hat. Und das Ziel ist dann, eins zu werden mit dieser göttlichen Energie, sie gleichsam in sich selbst zu entdecken, durch Meditation und so weiter. Allen diesen Religionen, die sich Gott eben so unendlich groß und so erhaben vorstellen, ist ein weiteres gemeinsam. Sie wollen heraus aus ihrer kleinen Endlichkeit und hinüber oder hinein in dieses Göttliche. Wir haben in allen Religionen diese Bewegung raus aus meiner kleinen irdischen Welt und hinüber zu diesem großen unendlichen Gott. Es ist eine Bewegung des Hinaus aus der Welt hinein in das Unendliche. Ganz stark zum Beispiel eben in der östlichen Meditation, wo ich mich in Zustände versenke, um dann eben das Irdische gleichsam, die Polarität zurückzulassen und mit diesem Göttlichen mich zu verbinden oder dieses Göttliche in mir zu entdecken. Ich habe da meine eigenen Erfahrungen mit dieser östlichen Meditation, die oft ja auch transzendentale Meditation genannt wird. Transzendere heißt überschreiten. Ich überschreite also die Grenze des Endlichen und gehe hinüber in das Unendliche. Das ist also die Grundbewegung, die wir in allen anderen Religionen finden. Entschuldigen Sie, wenn das am Anfang jetzt ein bisschen abstrakt und ein bisschen kompliziert ist, aber es ist ganz wichtig, damit wir das Wesen des Christlichen begreifen. Der Theologe Hans-Urs von Balthasar, Kardinal noch in den letzten Tagen seines Lebens von Papst Johannes Paul II. Zum Kardinal eben ernannt. Hans-Urs von Balthasar hat gesagt, das Christentum zeichnet sich dadurch aus, dass es eine ganz andere Struktur hat. Das Christentum steht gleichsam allen anderen Religionen gegenüber durch ein grundlegendes Charakteristikum.
Nämlich, wir glauben daran, nicht, dass der Mensch hinaus muss aus dieser Welt, um zu Gott zu gelangen, sondern dass Gott hinein will in diese Welt, dass Gott zu uns Menschen kommen möchte. Der Unendliche, der unendlich Heilige, der erhabene Gott möchte in diese kleine, endliche Welt kommen. Wie klein diese Welt ist, das ist uns ja erst in den letzten Jahrzehnten, Jahrhunderten bewusst geworden. Schauen Sie, im 17. Jahrhundert, da hat man noch darum gestritten, der Fall Galileo Galilei, da sind wir um 1630, nicht? Das ist noch nicht so lange her. Mein Kloster hat 1630, das ist 1133 gegründet worden, da hat es mein Kloster schon 600 Jahre gegeben. Und da hat man noch darum gestritten, ob jetzt nicht die Welt im Mittelpunkt steht und die Sonne sich herumdreht um die Welt. Inzwischen ist das ganz klar nicht. Also dass die Welt ist ein Planet von insgesamt 8 Planeten. Vor kurzem waren es noch 9 Planeten. Jetzt hat man den Pluto, hat man den Planetenstatus aberkannt. Ich weiß gar nicht, wer sowas macht. Ja. Also dass man Planeten rauskickt aus der Zählung. Nicht? Die UNO oder ich weiß nicht, die Europäische Union oder die Angela Merkel. Ich weiß nicht, wer das gemacht hat. Nicht? Also auf jeden Fall, heute wissen wir, wir sind der dritte Planet, nicht? Von einem kleinen Sternensystem, nicht? Unser Stern heißt Sonne. Und da gibt's 8 Planeten, die kreisen herum. Wir sind der dritte Planet. Jetzt versucht man gerade vielleicht einmal einen bemannten Raumflug zum vierten Planeten zu machen. Das ist der Mars. Ob das gelingen wird, ich glaube kaum, weil das schon ziemlich weit weg ist, nicht? Und das ist ein Stern, unsere Sonne, nicht? Ein Stern von Milliarden Sternen, die in einer Galaxie zusammengefasst sind. Unsere Galaxie heißt Milky Way, nicht? Milchstraße. Ja? Wir sind auf der Milchstraße. Irgendwo draußen sind wir da in einem Außenast. Ja? 100 Millionen Jahre braucht das Licht, 100.000 Jahre braucht das Licht vom Zentrum der Milchstraße, um zu uns zu kommen. Ja? Das sind die Dimensionen unserer Galaxie. Und dann gibt es aber draußen noch weitere Milliarden, ja, von solchen Galaxien mit wieder Milliarden von Sternen, von Sonnen. Ja. Und wenn Sie zum Himmel schauen und die Sterne anschauen, jetzt hatten wir so eine schöne klare Nacht, nicht? Also wenn Sie da hinausschauen zu den Sternen, das Licht, das Sie da sehen, ist immer mindestens, ja, 4,3 Jahre alt. Das ist nämlich der nächste Stern. Proxima Centauri. Also normalerweise das Licht, das wir sehen, ist schon hunderte Jahre, hunderttausende Jahre, ja vielleicht schon Millionen Jahre unterwegs, um zu uns zu gelangen. Also so winzig klein ist unser Planet. Also für mich ist das faszinierend. Wenn ich so einen Sternenhimmel, das hat mich schon als 18-Jähriger so begeistert, eben jetzt der Gedanke, dass das alles ein guter Gott geschaffen hat. Das ist unvorstellbar, dass es Gott nicht gibt. Ja, bitte, das ist ein vernunftmäßiger Wahnsinn, zu sagen, es gibt keinen Gott. Ja, dann würde es nichts geben können. Es muss einen Schöpfer des Ganzen geben. Also das glauben aber eh alle Religionen, nicht? Alle Religionen glauben an einen göttlichen Schöpfer, der hinter dem Ganzen steht. Aber jetzt noch einmal zum entscheidend Christlichen. Das entscheidend Christliche ist, dass dieser unendliche Gott, der diesen unvorstellbar großen Kosmos geschaffen hat, der uns wirklich fasziniert und beeindruckt und auch zutiefst demütigt. Ja? Wie klein ist unser Planet? Der Äquatorumfang, nicht, ist ein bisschen was über 40.000 Kilometer. Ich fahre im Jahr mit meinem Auto mehr als 40.000 Kilometer. Ja? Mehr als einmal um die Erde herum. Also so groß ist unser Planetlein überhaupt nicht. Ja? Und wir merken ja gerade, wie wir auch dabei sind, diesen Planeten vielleicht sogar langfristig kaputt zu machen. Durch unseren Energieverbrauch, durch die Erderwärmung, durch die ökologischen Probleme, die wir Menschen schaffen. Ja? Also das ist irgendwie demütigend. Wir sind da wirklich auf einem kleinen Planeten, der kreist also schon seit Milliarden Jahren um diese Sonne. Ich habe jetzt gerade 48 Umdrehungen der Erde um die Sonne mitgemacht. Das ist ein Jahr. Ne? Bisschen was.
Also so klein ist das Ganze. Und jetzt glauben wir daran, dass der unendliche Gott in diese Welt kommen wollte. Das Ganze beginnt eben im Alten Testament, in dem Gott Menschen anspricht, Abraham, Mose, eben jetzt sich mit einem Nomadenstamm von Beduinen einlässt, um diesen seinen Bund anzubieten. Das ist das Alte Testament, das für uns unverzichtbar ist. Gott möchte sich mit den Menschen verbünden. Bund heißt übrigens auf Lateinisch Testament, Testamentum. Ja, deshalb haben sie auch in den alten Bibelausgaben steht manchmal nicht Altes Testament, Neues Testament, sondern Alter Bund, Neuer Bund. Also im alten Bund bereits verbündet sich Gott eben jetzt mit dem Menschen. Er spricht den Menschen an. Er offenbart sich als der Einzige. Höre Israel, Jahwe, unser Gott, ist ein einziger Gott. So betet Israel jeden Tag. Und das ist die Auszeichnung auch, die dieses Volk Israel erhält, zu wissen, dass es einen einzigen Gott gibt und dass dieser einzige Gott, der erhaben ist über alle Götter, dass dieser einzige Gott es mit dem Menschen so ernst meint, dass er einen Bund mit Israel eingeht, dass er Israel seine Gesetze gibt, die Tora, dass er an der Seite dieses Volkes handelt, dass er für dieses Volk eintritt. Wenn Sie mal das Alte Testament lesen, ich empfehle es immer sehr, weil heute ist oft, was soll man lesen? Es gibt so viele Krimis und Romane und so weiter und so fort. Und die Menschen kennen aber schon nicht mehr das Alte Testament. Da ist so viel, entschuldigen Sie, spannende Action drinnen. Ich habe mich, wie ich ins Kloster eingetreten bin, im Noviziat, weil der heilige Benedikt schreibt, man soll also die Bibel lesen als geistliche Lesung. Ich habe mir das vorgenommen und ich sage das auch meinen Studenten, ihr müsst einmal im Leben die Bibel von A bis Z durchlesen. Ja. Ich habe das damals in der Fastenzeit in meinem Noviziat, in diesen 40 Tagen, da habe ich mir vorher einen Plan gemacht, habe mir einfach die Bibelausgabe genommen und geschaut, das waren, was weiß ich, was, 2000 Seiten, dann habe ich das dividiert durch 40, ja, und jeden Tag dann, ich weiß nicht, 80 oder wie viele Seiten das damals war. Ja, und habe das stur durchgelesen, ja, weil das wird oft nicht gemacht. Und das war wirklich toll. Ich bin seither nicht mehr dazugekommen, schon 30 Jahre her, aber ich habe Exzerpte gemacht. Das ist wirklich spannend und im Kloster lebt man natürlich, dass man dauernd das Wort Gottes hört und einzelne Abschnitte daraus. Aber das Ganze mal kontinuierlich durchzulesen, das war wirklich eine Offenbarung für mich. Zwei Drittel des Alten Testamentes sind spannende Erzählungen, wie Gott an der Seite seines Volkes handelt. Also Gott möchte an der Seite des Menschen jetzt eben kämpfen. Er möchte für den Menschen etwas tun. Spannende Geschichten. So spannend, dass der heilige Benedikt schreibt, und man muss auch ganz ehrlich sagen, im Alten Testament gibt es manche Geschichten. Ja? Also die sind, ich nenne das mal Sex and Crime. Ja? Also da geht es wirklich um Dinge, also da geht schon zünftig her, muss man sagen. Der heilige Benedikt hat uns Mönchen zum Beispiel gesagt, wir sollen bestimmte Bücher des Alten Testamentes nicht vor dem Schlafengehen lesen. Ja? Weil sie also zu viel Action und zu viel Sex and Crime jetzt eben beinhalten. Ja? Also, das ist eben der Gott, der sich einlässt mit seinem Volk. Und er spricht sein Volk an. Er spricht in die Welt hinein durch Propheten. Jetzt kommt dann das Entscheidende, dass Gott im neuen Bund nicht bloß durch Propheten die Menschen anspricht, sondern dass er selbst in diese Welt kommt. Das Wort, das er im Alten Testament durch Propheten gesprochen hat, dieses Wort wird jetzt selbst Fleisch, wird selbst Mensch. Und das Wort ist Fleisch geworden und hat unter uns gewohnt. Also Gott, so sagen die Kirchenväter, Gottes Wort verdichtet sich gleichsam in die Welt hinein. Es nimmt die Gestalt eines konkreten Menschen, Jesus von Nazareth, ein. Jesus wird von sich sagen, wer mich sieht, sieht den, der mich gesandt hat. Er ist also Gott in Menschengestalt. Verbum caro factum est. Das Wort ist zum Faktum geworden. Es ist zum fleischlichen Faktum, also zum angreifbaren, konkreten, endlichen Menschen geworden.
Das ist der Wahnsinn des Christentums, wenn ich es mal so nennen darf. Es gibt keine andere Religion, die Ähnliches verkündet. Die Religionen haben alle die Struktur, dass sie einen besonders religiös begabten Menschen dann eben als Propheten oder als Mittler oder als Lehrer verehren. Mohammed, Gautama Siddhartha, genannt der Erleuchtete, der Buddha oder die vielen anderen Religionsstifter, die es eben gibt, Konfuzius und so weiter. Das sind alles Menschen, die religiös sensibel waren und religiöse Lehren dann von sich gegeben und weitergegeben haben. Aber der Glaube daran, dass Gott in dieser Welt Mensch geworden ist, ist etwas Einzigartiges, das nur wir Christen haben. Das ist der springende Punkt des christlichen Glaubens, den wir zu Weihnachten ja so intensiv feiern. Wir brauchen Weihnachten nicht feiern, wenn es dort bloß um die Geburt eines Menschen ginge. Was wir da feiern, ist die Geburt des Sohnes Gottes in Gestalt des Fleisches aus der Jungfrau Maria in einer Krippe in Bethlehem. Das ist das Wesen des Weihnachtsfestes, der Glaube an die Göttlichkeit dieses Kindes. Ich sage noch einmal, was wir Christen glauben. Wir glauben, dass der unfassliche Gott fasslich geworden ist. Dass der unendliche Gott endlich geworden ist. Dass der ewige Gott in unserer Zeit zeitlich geworden ist. Zur Zeit des Kaisers Augustus wird er in Bethlehem geboren, zur Zeit des Kaisers Tiberius wird er in Jerusalem sterben. Wir glauben, dass der erhabene Gott niedrig, klein, schwach und endlich geworden ist. Das ist das Wesen des Christentums. Nicht also der Mensch zu Gott als das Grundlegende unserer Religion, sondern Gott zum Menschen. Das ist das Wesen des Christentums. Der erhabene Gott kommt in die Niedrigkeit einer menschlichen Existenz. Er kommt nicht als König, sondern er kommt als Flüchtling, abgewiesen eben in Bethlehem von den Herbergen, auf der Flucht dann nach Ägypten, dann als Wanderprediger über die Straßen Galiläas und Judäas und schließlich am Kreuz gehängt eben in einem Unrechtsverfahren. Das ist der, von dem wir glauben, dass er Gottes Sohn in Menschengestalt ist. Es gibt im Philipperbrief im zweiten Kapitel, den der Apostel Paulus so im Jahre 54, glaube ich, datieren in die Exegeten. Das ist also 20 Jahre nach Tod und Auferstehung Christi. Und da schreibt der Apostel Paulus eben in diesem Philipperbrief an die Gemeinde, die gerade miteinander streitet und wo sich jeder besser vorkommt als die anderen. Und da verweist er auf das Beispiel Christi. Er, der Gott gleich war, hielt nicht daran fest, wie Gott zu sein, sondern er entäußerte sich und nahm die Gestalt eines Menschen, eines Sklaven an. Ekenosin. Er hat sich entleert, er hat sich entäußert. Das ist das Wesen des christlichen Gottes, dass er sich in die Welt hinein entäußert, entleert. Er hält nicht daran fest, wie Gott zu sein, an seiner Erhabenheit, sondern er nimmt die Gestalt eines Sklaven an. Er geht sogar bis an den untersten Punkt der menschlichen Existenz. Er war gehorsam bis zum Tod. Und Paulus fügt dann in diesen Hymnus ein, bis zum Tod am Kreuz. Die Exegeten, die Bibelwissenschaftler, sagen uns, dass Paulus diesen Text nicht selber formuliert hat, sondern dass das ein Lied ist, das die alte christliche Gemeinde gesungen hat und das Paulus gleichsam zitiert, ja, also als ein Zitat, was schon da war, was die Christen, die ersten Christen eben besungen haben, also ein uralter Text, der wirklich das auf den Punkt bringt, er, der Gott gleich war, hielt nicht daran fest, sondern er entäußerte sich und nahm Menschengestalt, nahm Sklavengestalt an. Er wurde einer von uns, war gehorsam bis zum Tod am Kreuz. Das ist das, was wir von Gott glauben. Und der Apostel Johannes, das Johannesevangelium ist vermutlich doch später, auch wenn es da die verschiedensten Theorien gibt, der Apostel Johannes wird es dann in seinem Evangelium mit den Worten formulieren, der Logos, das Wort Gottes, ist Fleisch geworden und hat unter uns gewohnt. Wir beten das immer beim Engel des Herrn. Wir sollten dazu wissen, das ist für unser Thema, wo es um die Eucharistie geht, doch von Bedeutung. Wir sollten dazu wissen, dass
das wörtlich Griechische nicht heißt, er hat unter uns gewohnt, sondern er hat unter uns gezeltet. Er hat unter uns sein Zelt aufgeschlagen. Das lateinische Wort für Zelt heißt nämlich Tabernakel, Tabernaculum. Er hat unter uns sein Tabernakel, sein Bundeszelt aufgeschlagen. Er hat unter uns Menschen gewohnt und dort, wo er jetzt wohnt, das ist eben das Bundeszelt des Tabernakels in jeder katholischen Kirche, beleuchtet eben durch das ewige Licht, das die Gegenwart des Ewigen darstellt. Übrigens, jeder Tabernakel sollte deshalb auch irgendetwas mit Stoff zu tun haben. Wenn Sie mal nach Frankreich kommen, dort finden Sie fast bei allen Tabernakeln, finden Sie außen herum dann noch so eine Stoffbahn. Also um das Zelt jetzt eben nachzumachen. Wenn ich irgendwo hinkomme, ich komme ja doch einigermaßen herum und ich finde einen Tabernakel, also der innen nicht zumindest innen mit Vorhängen ausgehängt ist, dann erlaube ich mir das schon immer auch dem Pfarrer zu sagen, bitte aufpassen. Also die Symbolik des Tabernakels ist eigentlich das Bundeszelt Gottes jetzt eben darzustellen. Gott macht sich klein. Und darin besteht seine Größe. Die Größe des christlichen Gottes ist, dass er uns in einer Weise liebt. Ja, die Liebe, die Gott uns erweist, ist die größte, weil er sich klein gemacht hat. Gott hört also nicht auf, sich groß zu sein für uns Christen, sondern seine Größe erweist er in der Kleinheit. Gott zeigt seine Erhabenheit in der Niedrigkeit. Gott zeigt seine Unendlichkeit in der Endlichkeit. Entschuldigen, wenn ich das wieder sage, das ist keine Polemik gegen die anderen Religionen, aber wir müssen uns immer darüber Rechenschaft geben, was auch die Vorteile des christlichen Glaubens sind. Und die Erhabenheit etwa eines Allah-Gottes, wie der Islam ihn verkündet, der schaut ja so groß aus, dieser Gott. Der ist so erhaben, dass man sich vor ihm eben in den Staub wirft. Aber diesem Gott fehlt eine Fähigkeit. Er ist zwar groß und erhaben, aber es gibt etwas, wo er nicht anwesend sein kann. Das ist die Endlichkeit. Also dieser Allah ist ganz, ganz draußen, aber er kann nicht im Bruder sein. Er kann nicht in der Schwester sein, so wie wir es glauben. Er kann nicht in dieser Welt sein. Ich habe mal einen Vortrag gehalten über die Eschatologie, also über die Vorstellungen von dem, was uns nach dem Tod erwartet. Und das ist auch typisch eben jetzt für die Gottesvorstellung des Mohammed, des Koran. Nicht? Das Paradies bei den Moslems, das ist wirklich also sehr, sehr toll vorgestellt. Da hat man alles, was man sich vorstellen kann, an Annehmlichkeiten. Aber das Entscheidende, das für uns Christen Entscheidende hat man nicht. Gott. Für uns ist der Himmel Gott, die Gegenwart Gottes. Wir werden Gott schauen, wie er ist, heißt es im Neuen Testament. Wir werden ihm ähnlich sein auf ewig. Das ist unsere Ewigkeit einmal, dass wir in Gott jetzt eben sein werden. Und das haben die Moslems nicht. Oder eben im Buddhismus. Dort wird Gott so erhaben vorgestellt, dass er nicht gleichsam das Ganze jetzt eben beinhaltet. Aber im Bruder und in der Schwester, die Gegenwart Gottes eben jetzt zu sehen. Wir Christen haben ja das immer, das Fest des heiligen Martin hilft uns ja, das zu stärken. Nicht also in jedem Menschen Christus sehen, dass Christus in allen gegenwärtig ist, dass wir das, was wir dem Geringsten unserer Brüder und Schwestern tun, dass wir das Christus tun, das ist spezifisch christlich, weil Gott eben in dieser Welt in einer menschlichen Gestalt anwesend geworden ist. Deshalb können wir im Bruder und in der Schwester jetzt eben Gottes Gegenwart sehen. Was er einem der geringsten meiner Brüder getan hat, das habt ihr mir getan, wird Christus eben sagen. Und ich sage auch immer, dass es kein Zufall ist, dass eben Christen, die Schwestern etwa der Mutter Teresa, in diese östlichen Länder gehen müssen, Kalkutta, um dort eben die Sterbenden auf der Straße aufzuglauben. Weil das in der östlichen Religiosität nicht vorkommt, im Sterbenden, im Leidenden, jetzt eben Gott, Christus zu sehen. Für uns ist Menschendienst bis zu einem gewissen Grad auch immer Gottesdienst. Das gibt dem christlichen Abendland ja auch dieses zutiefst soziale Gepräge.
Nicht? Auch wenn die Leute heute keine Christen mehr sind oder weitgehend sich vom christlichen Glauben verabschiedet haben. Aber das haben wir noch irgendwie in unseren Knochen, ja fast in unseren Genen, wir Menschlichen, wir Westler, nicht? Also christlich geprägten Gesellschaften. Nicht? Also da die gute Tat für den Nächsten, dass das eine Form jetzt eben der Religiosität gleichsam ist. Der Humanismus wäre nicht denkbar ohne Christentum. Auf jeden Fall, wir glauben daran, dass der Gott, der den ganzen Kosmos umfasst, sich in Jesus Christus ganz klein gemacht hat. Der heilige Bernhard von Clairvaux wird das schöne Wort sagen, Gott hat sich auf Krippenlänge verkürzt. Das haben wir zu Weihnachten gefeiert. Nicht Gott in Krippenlänge. Also unvorstellbar, dieser christliche Glaube. Und er stellt auch die Frage an das Jesuskind, Jesus, was hat dich so klein gemacht? Der gibt die Antwort, die Liebe. Die größte Liebe, die man sich vorstellen kann, hat Gott eben in diese Gestalt des Kleinseins jetzt eben gebracht. Die kleine heilige Teresa von Lisieux, also die kleine Therese, im Unterschied zur großen Teresa von Avila aus dem 16. Jahrhundert, diese kleine Therese von Lisieux hat besonders den 25. März gefeiert. Der 25. März ist genau 9 Monate vor dem 25. Dezember, dem eigentlichen Geburtsfest Christi. Und am 25. März feiert die Kirche Verkündigung des Herrn, früher Maria Verkündigung, und das ist der eigentliche Tag der Menschwerdung. Denn in dem Augenblick, wo Maria dem Engel die Antwort gibt, siehe, ich bin die Magd des Herrn, empfängt sie durch die Kraft des Heiligen Geistes und beginnt eben durch das Wunder der Wunder, Gott in der Gestalt eben eines menschlichen Kindes in ihrem Leib anwesend zu sein. Die kleine Therese hat den 25. März deshalb besonders gefeiert, weil sie sagt, das ist der Tag, an dem Jesus im Schoß Mariens am kleinsten war, und die Liebe Gottes am größten sichtbar wird. Ja. Also ein sehr schöner Gedanke eben jetzt. Wenn wir der Größe Gottes also begegnen wollen, dann müssen auch wir ganz klein werden. Ja. Wir haben bei uns in Heiligenkreuz monatlich diese Jugendvigil. Das ist einmal am Herz-Jesu-Freitag, einmal am Abend ist das. Und das ist ein sehr intensives Jugendgebet. Kommen immer, auch jetzt sogar in den Ferien, waren 250. Der hat vielleicht noch öfters etwas davon erzählen, weil es wirklich also fast ein Wunder ist, dass das so die jungen Leute anzieht. Ja. Altersbeschränkungen gibt es da. Unter 14 darf niemand kommen. Es müssen alle gefirmt sein. Außer wenn man mir vorher ein E-Mail schreibt, dann darf man auch kommen. Und über 35 darf auch niemand mehr rein. Ja. Die über 35-Jährigen, die dürfen dann nachher, die Jugendvigil dauert bis 10 Uhr am Abend, von 20.15 Uhr bis 10 Uhr, die dürfen dann nachher die ganze Nacht Anbetung halten für die Jugendlichen. Aus rein psychologischen Gründen, weil die Jugendlichen eben wirklich also unter sich gerne sind. Ich habe das eingeführt vor 15 Jahren, wie wir begonnen haben, mit einigen Widerständen, denn es gab durchaus fromme Kampfbeterinnen und Kampfbeter, möchte ich fast sagen, die natürlich auch wertvoll sind. Die wollten unbedingt kommen, weil das so schön ist, wenn da Jugendliche zusammen sind und beten und singen und vor dem Allerheiligsten knien und so. Aber mir ist dann gleich am Anfang war das, dann ist ein 16-Jähriger gekommen und hat gesagt, Pater Karl, heute war es nicht cool, heute bin ich neben einer alten Oma gesessen. Die Oma, das habe ich das zufällig, die Oma war 42 Jahre, ja. Aber da ist mir das so bewusst geworden, nicht das psychologische Empfinden von jungen Leuten. Und dann haben wir eben gesagt, bitte Erwachsene, kommt nicht, sondern kommt dann nachher zur eucharistischen Nachtanbetung. Die geht dann bis 7 Uhr durch. Und wenn es das nicht gäbe, also dieses eucharistische Nachtgebet, dass Leute, die kommen oft aus Wien, nicht um 3 Uhr in der Nacht, um dann 2 Stunden vor dem Allerheiligsten zu knien, wenn das nicht wäre, würden die Jugendlichen auch nicht kommen. Also da ist eine Wechselwirkung. Das ist eure Aufgabe auch, wenn ihr schon älter seid, für die Jugendlichen zu beten und auch sühnend einzustehen. Ja? Und dann auch zu hoffen, dass es Priester gibt und dass es Ordensgemeinschaften gibt, die wirklich etwas tun, ja, sodass die jungen Leute von Gott berührt werden.
Was wollte ich sagen? Ja, und da bei der Jugendvigil, da kommen natürlich viele Jugendliche auch, die religiös keine Ahnung haben. Deshalb machen wir auch keine heilige Messe. Ja. Aber es gibt alle Elemente der katholischen Spiritualität. Prozession mit Kerzen, ein gesetzlichen Rosenkranz, eucharistische Anbetung in Stille, freies Gebet, Fürbitten, Lobpreis, ein Stück gregorianischer Choral. Ja. Also es ist alles bunt gemischt. Ja, das kann man. Eine richtige, Kardinal Schönborn hat gesagt, eine richtige katholische Action. Ja, Action. Ja. Das ist aber wichtig für Jugendliche. Ja. Also das hat man zum Beispiel, ich habe das eigentlich abgeschaut, bei diesen Weltjugendtagen mit dem Papst. Ja. Wo man auch alle Elemente für die Jugendlichen gemischt hat. Und das spricht sie auch an. Ja. Das ist ja auch der Vorteil des Katholischen, nicht? Also dass wir wirklich so eine liturgische Action machen können. Ja, also im besten Sinn des Wortes, wo Gott dann die Möglichkeit hat, einem anzurühren. Und da ist natürlich ein Problem, wir knien dann vor dem Allerheiligsten nieder. Ja, und viele Jugendliche also haben das überhaupt nicht gemacht, die wissen nicht, wie eine Kniebeuge geht und dann ist das natürlich also für die komisch, plötzlich knien dann alle nieder, wenn das Allerheiligste ausgesetzt wird. Das muss ich dann immer ein bisschen erklären. Ja. Und wirklich immer so, dass ich sage, wir machen uns klein vor Gott, aber wir können uns gar nicht so klein machen vor ihm, wie er sich für uns klein gemacht hat. Er ist in der Hostie noch viel kleiner, noch viel demütiger, noch viel niedriger, als wir uns durch das Beugen der Knie und durch das Knien jetzt eben klein machen können. Übrigens also wirklich etwas, glaube ich, Wesentliches, sich klein machen vor Gott. Übrigens, die Kniebeuge als solche gibt es noch nicht so lange, also gibt es erst ein paar Jahrhunderte, seit dem Hochmittelalter gibt es das Beugen der Knie. Was man aber immer gemacht hat und was man in der Ostkirche heute noch hat, das ist das tiefe Verneigen. Ja. Bei uns Zisterziensern, nicht, dass wir haben das beim Chorgebet, also dieses tiefe sich Verneigen, immer wenn man den dreifaltigen Gott jetzt eben nennt. Bei uns Zisterzienser war das übrigens auch üblich, wenn man die Kirche betreten hat, hat man nicht die Knie gebeugt, sondern man hat sich tief verneigt, fast bis zum Boden hinunter. Ja, das ist die altkirchliche Form der Anbetung des Allerheiligsten, die Proskynese. Und wir haben natürlich heute, weil wir sagen, also wir können unsere, wenn die Leute niederknien, das ist ja, mir gefällt die Kniebeuge natürlich viel besser noch als das Verneigen, weil man dadurch sich wirklich auch klein macht. Außerdem ist eine gewisse sportliche Übung auch, die damit verbunden ist. Ja, also das ist auch etwas sehr, sehr Schönes. Wir haben zum Beispiel in unserem Ritus, wenn die Mitbrüder die feierliche Profess machen, die ewigen Gelübde ablegen und dann ganz in die Gemeinschaft aufgenommen werden, dann gehen sie vorher zu jedem Mitbruder in der Liturgie, also da gehen sie bei der Feier in der Heiligen Messe, treten sie vor jedem Mitbruder und knien vor ihm nieder und sagen zu ihm, bete für mich, ora pro me pater, bete für mich. Ja? Und wir sind jetzt so viele geworden, ja? Also wir sind jetzt, ja, wir haben den höchsten Stand seit dem 15. Jahrhundert, das heißt also, da muss einer dann vor 60 Mitbrüdern sich niederknien, ja. Die haben alle am nächsten Tag einen schweren Muskelkater. Ja. Ja, überhaupt, wenn sie nicht so sportlich sind. Ja. Aber also, das ist schon, ja, also anstrengender. Und das schadet aber gar nicht. Also sich klein machen, die Knie beugen eben jetzt vor dem, der sich so klein gemacht hat. Jetzt zur Heiligen Messe. Die Heilige Messe ist nun eben die Zusammenfassung dieses Wesensmerkmals des Christentums, dass Gott in diese Welt hineinkommt, dass Gott zu uns kommt. Die Heilige Messe ist der Abstieg Gottes in unsere Herzen. Gott kommt zu uns. Wer das nicht verstanden hat, hat das Wesen des Christentums nicht verstanden. Wer das nicht begriffen hat, hat nicht begriffen, was eigentlich der springende Punkt des christlichen Glaubens ist. Gott steigt herab aus seiner Ewigkeit in unsere Zeit. Und bei jeder heiligen Messe feiern wir diesen Abstieg Gottes. Und zwar in zweifacher Weise. Die heilige Messe besteht aus zwei Teilen, weil Gott zweifach zu uns kommt. Papst Johannes Paul II. Hat das in einem seiner ersten Schreiben 1978 eben so ausgedrückt, dass Gott uns einen zweifachen Tisch
das Wort, einen zweifachen Tisch bereitet. Den Tisch des Wortes Gottes und den Tisch des Sakramentes. Er möchte uns also zweifach sättigen durch sein Wort und durch das Sakrament. Wortgottesdienst und Eucharistiefeier. Ich werde über beide Teile noch in gesonderten Vorträgen sprechen, hier nur ganz kurz. Der Wortgottesdienst muss auch von uns Katholiken ernst genommen werden. Das wollte das Zweite Vatikanische Konzil, deshalb auch die Erlaubnis zur Landessprache, die Erlaubnis, die Landessprache auch zu verwenden, dass wir gut verstehen, was Gott hier zu uns spricht, in den Lesungen, im Evangelium und dann auch durch die Homilie, durch die Predigt. Entscheidend ist, dass es in beiden Formen, Wortgottesdienst und Eucharistiefeier, immer um eine persönliche Begegnung mit dem liebenden Gott geht. Es gibt deshalb ein Symbol, das gefällt immer den Jugendlichen, wenn ich darüber rede. Es gibt deshalb ein Symbol, das diese Liebe jetzt eben ausdrückt, und das ist der Kuss. Der Kuss. Bei der Heiligen Messe wird geküsst. Bravo. Ja? Und zwar am Beginn wird der Altar geküsst durch den Priester, ebenso am Schluss, und noch ein drittes Mal wird geküsst. Genau, wenn das Evangelium verkündet wird. Also es gibt dreimal den Kuss und dann gibt es auch noch, zumindest in den alten Riten der Ordensgemeinschaften, bei uns zum Beispiel, der Friedensgruß, wie er jetzt wieder eingeführt worden ist oder praktiziert werden kann, heißt eigentlich Osculum Pacis, also Kuss des Friedens. In unserem Orden, bei uns Zisterzienser, wird der so weitergegeben, dass man sich zwar nicht richtig küsst, aber man umarmt sich. Das ist ein ganz alter Ritus, unser Orden ist 900 Jahre alt, nicht? Man umarmt sich, das fällt dann immer verschieden aus, je nach der Mentalität der Mitbrüder. Die einen sind enthusiastisch, der Friede sei mit dir, ja, die anderen sind ein bisschen schüchtern, der Friede sei mit dir, ja, und so weiter, nicht? Also je nach Mentalität, aber das ist keine neue Erfindung in unserem Orden, sondern das war eben jetzt immer schon im Ritus, weil nämlich auch Jesus sagt, bevor man zum Altar geht, nicht, also muss man sich mit seinem Bruder versöhnen, und in einer Ordensgemeinschaft ist das wichtig, sich das auch durch ritualisierte Gesten gleichsam zu zeigen, dass man miteinander kann und miteinander will und im Frieden miteinander jetzt eben sein möchte. Dieser Kuss des Altares am Beginn und am Schluss, der bezieht sich schon auf die Eucharistiefeier. Der Priester küsst den Altar und der Altar ist ein Christussymbol. Ja? Ein Altar ist deshalb verehrungswürdig. Er wird bei der Weihe einer Kirche, wird der Altar feierlich geweiht, indem er gesalbt wird. Christus heißt der Gesalbte. Dann werden auch Weihrauchkörner auf dem Altar angezündet, als Zeichen dafür, dass es hier um das Opfer Christi geht. Wer sowas schon mal miterlebt hat, eine Altarweihe ist was unglaublich Feierliches. Der Altar ist also ein Christussymbol. Der Priester selbst vertritt, wenn er die Messe feiert, Christus. Deshalb trägt er auch dieses christusförmige lange Gewand, die Albe eben jetzt. Er steht an der Stelle Christi, er handelt in Person Christi, er nimmt in diesen Kuss die ganze Gemeinde mit hinein. Ja. Normalerweise kriegen sie nicht viel mit, da singt man gerade das Eröffnungslied, darum mache ich sie eben extra darauf aufmerksam. Ja. Das wäre der Augenblick, wo, wenn sie das bemerken, aha, der Priester küsst den Altar, nicht? Das wäre der Augenblick, wo auch sie daran denken sollten, spätestens jetzt, Jesus, es geht ja darum, dass ich dir jetzt zeigen möchte, durch diese Teilnahme der Heiligen Messe, dass ich dich liebe. Ja, ich liebe dich. Der Kuss ist ein Zeichen dafür, ich liebe dich. Das ist unter uns Menschen so und das wird jetzt eben auf Gott angewendet. Ein alter Regens, schon lang verstorben, des Wiener Priesterseminars, der ein Original gewesen wird, von dem wird erzählt, er soll den Seminaristen gesagt haben in der Vorbereitung auf das Priestertum, und wenn Sie mal Probleme mit dem Zölibat haben, ja, oder wenn Sie sich in eine Frau verlieben sollten, dann rate ich Ihnen eines, küssen, den Altar inniger küssen, ja, soll er gesagt haben. Ja. Also
Das ist für den Priester auch wichtig, nicht? Also, dass ihr, also für mich ist das immer ein Augenblick auch, nicht? Also, wo ich den Altar küsse, wo ich mir auch dann, also, wo so zumindest innerlich, ja, das da ist, also eine gewisse Dankbarkeit dafür, dass ich jetzt dem Herrn hier in dieser Liebesgemeinschaft eben Priester sein zu dürfen, hier jetzt eben dienen darf. Damit der Kuss des Altares kein Judaskuss ist, müssen wir gleich darauf aber das Schuldbekenntnis miteinander sprechen. Dann kommt eben jetzt Gott durch sein Wort, darüber werde ich reden, und schließlich im zweiten Teil der Heiligen Messe kommt er durch das Sakrament. Gott verdichtet sich, er konkretisiert sich. Was wir in der Eucharistiefeier begehen, wo eben jetzt in der unscheinbaren Gestalt eben der weißen Hostie und dieses Etwas von Wein, gemischt mit Wasser eben, das hier verwendet wird, Christus mit Leib und Blut gegenwärtig wird. Das Konzil von Trient sagt, dass sich die heilige Messe vom Opfer auf Golgatha, das Christus dargebracht wird, nur durch die Art und Weise der Darbringung unterscheidet. Was auf Golgatha blutig geschehen ist, nämlich diese Hingabe Christi aus Liebe für uns ist er gestorben, wird der Apostel Paulus immer wieder sagen. Das geschieht eben in der Heiligen Messe auf unblutige Weise. Und deshalb ist das, was wir empfangen in der Hostie, nicht heiliges Brot, sondern es ist der Herr selbst. Wir glauben an die Transsubstantiation, dass das Wesen des Brotes hinübergeht in das Wesen des verklärten und auferstandenen Christus, der mit Leib und Blut eben jetzt gegenwärtig ist unter uns. Es ist deshalb in der Eucharistie, im Sakramentalen, etwas Personales da. Eine Beziehung soll hier entstehen. Deshalb ist Christus da, der mit Leib und Seele, mit Menschheit und Gottheit eben jetzt in unsere Mitte tritt. Und das Ziel des Ganzen trägt den Namen Communio. Kommunion. Gemeinschaft heißt das. Er möchte Gemeinschaft mit uns haben. Bitte aufpassen, auch darüber werde ich noch sprechen. Die Gemeinschaft mit Jesus beginnt nicht erst dann, wenn ich ihn jetzt eben in der Hostie empfange, denn manchmal, wenn ich eine schwere Sünde habe, ist das gar nicht möglich, sondern sie beginnt schon in der Mitfeier selbst. Die Mitfeier der Heiligen Messe selbst ist schon eine Weise der Kommunion. Christus kommt also, der unendliche Gott kommt also in die Gestalt der Endlichkeit und das Ziel ist die Gemeinschaft mit mir. So sehr liebt der unendliche Gott mich, dass er aus Sehnsucht, mit Sehnsucht habe ich danach verlangt, dieses Pascha mit euch zu essen, sagt Christus im Lukas-Evangelium. Er hat Sehnsucht eben nach Gemeinschaft mit mir. Und deshalb ist unsere Antwort darauf unsere Sehnsucht nach der Gemeinschaft mit ihm und unsere Bereitschaft, ihn durch sein Wort und durch das Sakrament in unser Leben einzulassen. Wir profitieren davon, denn wer die Heilige Messe gut mitfeiert, der erfährt auch die Kraft, die von diesem unendlichen Gott ausgeht, der eben um meinetwillen in unsere Endlichkeit kommt. Wir dürfen jetzt gleich die Heilige Messe miteinander feiern und deshalb ist es jetzt Zeit, diese Sehnsucht in unserem Herzen zu erwecken. Ich freue mich, Jesus, dass du bei jeder Heiligen Messe zu mir kommst. Es ist das Glück meines Lebens, dass du in meinem Herzen wohnen willst. Ich bitte dich um deine Kraft und Stärke, um meine innere Leere und Schwäche aufzufüllen. Ich danke dir, dass ich daran glauben darf und dass du mir diese Kommunion, diese Gemeinschaft mit dir schenkst. Amen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Maria mit dem Kinde lieb. Thank you.